Yosemite. Über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Hallo Freunde, ich begrüße euch zum neuen Video. Heute geht's mal weiter mit Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über jeden Daumen hoch freuen. Jedes Däumchen ist ein Träumchen. Und natürlich über jedes neue Abo von euch. Ja, in der Aufgabe müssen wir jetzt die ganzen freilebenden Dinosaurier fotografieren, die wir später dann einfangen müssen. Das sind jetzt so die letzten Missionen von dem Story-Modus. Was aber eher wie ein Tutorial gemacht ist, damit du in das Spiel erstmal reinkommst. Und da musste ich jetzt bei den letzten Folgen ein bisschen was zusammenschnüppeln, weil gerade hier bei der letzten Mission, da war es schon ein bisschen heikel, dass ich mehrfach anfangen musste. Und also nicht wundern, dass dann, ne, dass es aus verschiedenen Stücken zusammengeschnitten ist. Es ist unbeschreiblich, diese Tiere in einem fast natürlichen Lebensraum zu sehen. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, sondern irgendwie auch diesen Moment. Und wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Ich glaube, näher werden wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist einfach atemberaubend. So, da suchen wir mal die nächsten Dinos, die wir fotografieren können. Und sobald wir hier die letzte Mission dann abgeschlossen haben, komplett, dann spielen wir den nächsten Modus. Da habe ich schon ausprobiert. Da ist es dann endlich soweit, dass man einen Park auch errichtet, wo Publikum kommt. Im Jurassic World Chaos Theorie Modus, den spielen wir dann. Und da wird es dann alles ein bisschen interessanter. Weil hier im Story-Modus ging es erstmal drum, dass du alles erlernst. Aber ich habe in die anderen Modus schon reingeguckt. Also die sind sehr interessant. So, jetzt fotografieren wir die hier noch schnell. Aber aus dem Material, was ich jetzt von der Aufgabe hier noch habe, von der letzten Mission, da werden bestimmt noch mal 3 oder 4 Folgen draus. Ich hatte nur die letzte Zeit irgendwie keine Lust zu zocken, aber ich hatte schon vorgespielt und als abgespeichert. Muss halt alles noch vertont werden. Und dann kommen nach und nach die ganzen Folgen noch raus vom ersten Modus. So, okay, hier hinten sind noch welche. Ich musste auch, wo ich das hier aufgenommen habe, da habe ich am Anfang angefangen mit Bauen. Aber irgendwie hat mir das überhaupt gar nicht gefallen und dann hatte ich nochmal alles gelöscht und nochmal neu gebaut.
Das hat mir dann wieder nicht gefallen. Dann habe ich den ganzen Modus nochmal komplett von vorne angefangen hier. Also diese Aufgabe. Drum muss ich das jetzt ein bisschen gucken, wie ich das stückle, dass trotzdem noch ein schönes Video draus wird. So, jetzt sind wir schon bei 6 verschiedenen Sauriern. Okay, Leute, während ich hier noch rumfahre, sage ich schon mal Tschüss, weil das Video wird heute nicht so lang. Und wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über jeden Daumen hoch freuen, über jede Nachricht und natürlich über jedes neue Abo von euch. Okay, dann macht's gut, genießt noch den Rest vom Video. Bis dann, ciao. Unsere Fernfangteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig.